Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio und das ist die zweite Episode. Hier, was seit letztes Mal geschehen ist. Wie ihr sehen könnt, haben wir statt einem Furnace Ray gleich mehrere. Und ich habe versucht, hier das erste, das wir hier letztes Mal gebaut haben, in ein Stahl-Furnace Ray umzuwandeln. Aber wenn wir schauen, Stahl wird aus Eisenplatten und Sauerstoff produziert und nicht nur aus Eisenplatten. Das heißt, wir brauchen hier etwas anderes und das werden wir angehen. Wir haben auch ein bisschen weiter geforscht, aber sind schon wieder am Ende von unserem Science Pack. Darum denke ich, das nächste nach Stahl wird sein, die Wissenschaftspakete zu automatisieren. Und wir haben hier neben unserem Schmelzarray für Stahl ein zweites für Eisen. Eines, das nicht benutzt wird. Möglicherweise können wir das für Eisen benutzen oder für Zinn. Und dann haben wir eins für Kupfer. Und das sollte uns zumindest für den Anfang reichen. Ich war auch etwas bemüht, hier die Umgebung zu erkunden, so dass wir wissen, wo sind unsere Alien-Nester. Insbesondere wenn wir forschen und Ressourcen benötigen, dehnt sich unsere Forschungsnutzung doch etwas aus. Und ich denke, vor allem hier die drei Nester hier unten, die sind etwas kritisch. Hier auf dieser Seite haben wir einen grünen Gürtel, was die Verschmutzung etwas verlangsamt bei der Ausbreitung. Hier für Stahl, da brauchen wir effektiv diese Furnaces und die haben einen Eingang für den Sauerstoff. So dass dieses Layout, das wird einfach nicht funktionieren. Drum brechen wir das mal ab und versuchen das entsprechend zu ersetzen. Wenn wir hier einfach mal zwei Furnaces platzieren, zwei schmelzen. So. Und dann haben wir das in dieser Anordnung. Und wenn wir das hier so verbinden, dann brauchen wir hier noch was nach außen. Und hier brauchen wir wahrscheinlich etwas mehr Platz, denn wir benötigen einen Electrolyzer. Und das machen wir so, schließen das so an und dann müssten wir
Da brauchen wir Schaltkreise. Wir brauchen auch einen Kompressor, der benötigt auch Schaltkreise. Dafür brauchen wir Lötzinn und Dioden. Das bekommen wir nur aus Harz, das ist Resin, und einer Lötzinnplatte raus. Und hier brauchen wir Carbon. Carbon ist im Wesentlichen Kohle. Angereicherte Kohle und Zinnkabel. Ten ist Zinn. Wahrscheinlich machen wir hier ein Zinn-Array raus. Und hier drüben haben wir etwas Zinn am Rande von unserem Eisenfeld, und wenn wir das wahrscheinlich benutzen wollen, haben wir irgendwann einen Separator brauchen, dass wir Eisenerz und Zinn voneinander trennen können. Aber dann schauen wir mal. Das müsste eigentlich hier so durchkommen. Gut. Und wo Zinn und Blei oder Kupfer, Zinn und Silber. Ich glaube, Zinn und Blei ist einfacher. Und vielleicht machen wir Blei einfach mal auf die einfach billige Art, indem wir hier einfach ein paar Miner und Furnaces draufstellen. Was wir hier noch benötigen ist, wir müssen irgendwas haben, um mit dem Wasserstoff umgehen zu können. Ich denke, dafür brauchen wir eine Venting Pump, und das haben wir gesehen, dafür brauchen wir die elektronischen Schaltkreise. Die Zinnplatten lassen sich kaum von Eisenplatten unterscheiden, aber mit ein paar Blei zusammen
sollten wir in der Lage sein, wir brauchen auch Carbon. Carbon bekommen wir. Kohle und Wasser. Das machen wir wahrscheinlich am besten hier unten. Da wo wir unser Kohleband anlegen haben. Eine Pumpe. Haben wir ein Setup für unsere Schaltkreise, die wir benötigen, um unsere Gasventilierungsventile, aber auch unsere Kompressoren zu bauen. Und wenn ihr euch wundert, warum hier noch keine Lampen sind, die ersten paar Episoden sind alle vor produziert, so dass ich noch nicht weiß, was eure Antworten waren aus der Episode 1. Oder als Reminder, lasst mich doch wissen, ob ihr gerne Lampen haben möchtet für eine bessere Sichtbarkeit oder nicht. Aber hier oben sollten wir nun in der Lage sein, hier das so zu machen. Strom. Nein. Okay. Wo bekommen wir Luft her? Wasser, nicht Luft. Ja, mit Wasser können wir wahrscheinlich aushelfen. Ein Eckstück. Brauchen wir hier eine Pumpe. Und für die Pumpe brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen Holz. Oder Kupfer. Wahrscheinlich eher Kupfer. Aber diese neuen Kupferröhren, die sehen gut aus. Okay, dann haben wir eine Steam-Powered Assembly Machine. Dann packen wir die doch hier hinten ran.
aus. So. Wasser. Und dann sollte das funktionieren. Zumindest, wenn wir das Ganze richtig aufgesetzt haben. Ja, da kommt unser Stahl raus. Das heißt, das ganze restliche Setup hier unten verschwindet mal rasch. Und damit haben wir nun auch unsere Stahlproduktion in der Tasche. Alles, was uns jetzt effektiv noch fehlt für den nächsten Schritt, ist eine Produktion von den ersten Wissenschaftspaketen. Aber das sollte nicht allzu schwer sein, denn alles, was wir hierfür brauchen, ist Kupferplatten und Eisenzahnräder. Und die Eisenzahnräder, die bekommen wir einfach aus Eisenplatten. Und ich denke, das machen wir, indem wir einfach die Förderbänder von hier oben runterziehen auf einen Splitter, sodass wir den Überschuss irgendwo anders hin bekommen und dann eine Produktion hinten dran. Für die Produktion der Fläschchen kümmern wir uns erstmal nicht so sehr um das korrekte Verhältnis, sondern einfach, dass wir da überhaupt was rauskriegen. Sprich, wir machen das von hinten durch. Von hier Kupfer, von da Zahnräder. Und dann brauchen wir Strom. Dann brauchen wir hier mal Kupfer ran. Und hier müssen wir etwas sehen, was denn so überhaupt abgeht. Ein Splitter. Etwas mehr ausholzen. Da kommt Kupfer ran. Und hier brauchen wir Eisen. Auf
hoffentlich reichen meine Förderbänder. Eisen haben wir hier. Voilà. Voilà ist Französisch und heißt so viel, da seht ihr. Und wie ihr sehen könnt, haben wir nun gelbe Fläschchen auf dem Förderband, auch wenn sie ziemlich weit auseinander liegen. Aber zumindest hoffe ich, können wir nun die letzten der gelben Forschungen oder Forschungen, die nur gelb sind, abschließen, bevor wir uns darum bemühen müssen, dann die roten Fläschchen auch mit aufzubringen. Und wie wir sehen können, wir können zwei Labore versorgen. Reicht das für drei? Nein, es reicht nicht für drei, aber zwei Labore. Und natürlich werden wir hier mit mehr neueren Maschinen mehr Produktivität rausholen, aber wir werden irgendwann auch ein richtiges Setup haben für die Wissenschaftsfläche. Aber das war's für heute. Wir haben automatische Fläschchen, wir haben Stahl und wir werden schauen müssen, was wir dann in der nächsten Folge erledigen wollen. Also, bis dann und tschüss!